Cristiano Ronaldo ist Europas Fußballer des Jahres. Nachdem er sich im letzten Jahr noch mit Platz 3 zufrieden geben musste, konnte sich der aktuelle Weltfußballer in diesem Jahr gegen die Mitkonkurrenten Manuel Neuer und Arjen Robben durchsetzen. Das streitbare Genie stellte in der Champions League einen Rekord für die Ewigkeit auf. Sagenhafte 17 Tore auf dem Weg zu La Decima, dem lang ersehnten 10. Titel in Europas Königsklasse für Real Madrid. Und das trotz Verletzungsproblemen in der Rückrunde. Bis zur WM war CR7 in Topform. Ehrlich gesagt war ich sehr zuversichtlich, dass ich gewinne. Wenn man sich alleine mal den Fakt anschaut, dass wir gemeinsam die Champions League, den spanischen Pokal und den europäischen Supercup gewonnen haben und ich habe in allen Wettbewerben getroffen. Von daher war ich positiv gestimmt, aber bis man seinen Namen hört, ist es kompliziert und man bleibt in seiner Erwartungshaltung. Aber Gott sei Dank lief es gut, die Journalisten haben gut abgestimmt und das ist spektakulär für mich. Weltfußballer 2008 und 2013. Insgesamt 6-mal unter den Top 3 bei dieser Wahl. Europas Fußballer des Jahres 2008. Dazu noch weitere 5-mal auf dem Treppchen. 5-maliger Fußballer des Jahres in Portugal, 2-mal in England. Seit 2009 für Real Madrid 178 Tore in 166 Spielen. Ronaldo ist ein Zahlenmonster. Er stellt Weltklasse-Mitspieler bei den Königlichen nur allzu oft in den Schatten. Groß, kopfballstark, beidfüßig, schnell. Der kompletteste unter den Weltklasse-Fußballern ist Europas Fußballer des Jahres. Auch ohne WM-Titel.